Guten Morgen zusammen. Wir sind hier im japanischen Hinterland, irgendwo in der Präfektur Okayama und sind hier nämlich bei unserem zweiten Workaway-Job. Ja, wir helfen hier einer kleinfreundlichen japanischen Familie, dabei handgemachte Süßigkeiten herzustellen und auf dem Markt zu verkaufen. Bisher macht es uns richtig viel Spaß. Wir sind sehr viel im Kontakt mit den japanischen Leuten, die sich mit uns unterhalten wollen, teilweise auf Japanisch, manchmal aber auch in gebrochenes Englisch. Und wenn ihr wissen wollt, was wir zwischen Miyajima und unserem jetzigen Job gemacht haben, dann könnt ihr das auf unserem Blog nachlesen. Der Link ist in der Infobox. Genau, wir haben heute mal wieder einen Arbeitstag und gehen jetzt ab zum Markt, um weiter zu verkaufen. Und dann seht ihr mal, was wir den ganzen Tag so machen. Salaminos, das ist eine Süßigkeit aus Italien und da haben wir verschiedene Geschmacksrichtungen, die können wir aber später mal erklären. Dann haben wir hier noch Trockenfrüchte, das ist so ein Mix aus verschiedenen Früchten. Hier haben wir Apfel, Weintrauben und Kakis. Hier ist noch selbstgemachter Tee, das ist alles selbst getrocknet, also ohne Chemie. Granola verkaufen wir noch und Kekse. Und dann haben wir hier noch so ganz besondere Sachen. Das ist einmal Shiso-Sirup und Pfirsich-Sirup. Das mischt man mit Wasser zusammen und das wird aus Blättern gemacht, also Shiso-Blätter. Und hier haben wir noch Dressing und Sirup aus Trauben. Das ist sehr lecker. Und als letztes ist es getrockneter Knoblauch. Und der wird in dem Reiskocher einfach getrocknet für 10-12 Tage und dann kann man den so pur essen und soll viel Energie liefern. Außerdem haben wir noch hier die selbstgemachten Kleider zu verkaufen. Das ist von unserem Host, von der Großmutter selber gemacht. Besonders die für die Kleinen sind sehr niedlich. Das ist irgendwie frittierte Kartoffel. Das ist noch ein Rest von gestern. Das ist auch sehr lecker gewesen mit Wild. Und das ist japanischer Ingwer, Mioga heißt der. Ein bisschen milder als unserer und schmeckt auch etwas anders, aber sehr lecker. Feierabend und unseren Marktstand hier zusammengepackt und dann werden wir mal schauen, was wir dann noch so mit unserem freien Nachmittag anfangen. Ja, wir werden jetzt gleich abgeholt von unserem Host und ja, wir haben heute ganz guten Umsatz gemacht, wieder ein Rekord. Immer ja. Mehr als beim letzten Tag. Lief richtig gut. So, vielleicht können wir heute Abend noch ein bisschen Drohnen fliegen und euch die Umgebung zeigen. Thank you.
in einem Café eingekehrt, was ganz schön ist und auch richtig lecker aussehende Teilchen anbietet. Und da haben wir uns gleich mal was geholt. Einmal so was Süßes mit ein bisschen Obst und Sahne vielleicht. So eine Art Fruchtcroissant? Ja, und dann etwas... vielleicht was Herzhaftes, aber wir haben keine Ahnung, was das sein könnte, ob das jetzt Käse ist oder Mayo. Mayo essen die sehr gerne hier. Also wir werden es jetzt einfach mal probieren. Lasst uns überraschen. Itadakimasu. Itadakimasu. Ich fange mal hier mit an. Das hier ist sehr nice. Einfach ein Croissant mit Sahne und Früchten. Ja, ich glaube, das ist wirklich so eine Art Mayo. Vielleicht Knoblauch-Mayo. Das haben wir hier nämlich auch, Knoblauch-Mayo. Finde ich irgendwie ziemlich cool. So, dann werde ich das auch noch probieren. Auf jeden Fall Knoblauch. Sehr würzig. Aber lecker. Mhm. Gut, dann geht's jetzt gleich weiter. Gerade noch mit dem Hund Kanter spazieren, das gehört auch zu unseren Aufgaben, neben den Süßigkeiten herstellen und verkaufen. Und ja, danach gibt es jetzt eigentlich nur noch Abendessen und das war dann so ein typischer Tagesablauf, den wir hier haben. Genau, wir wollten noch mal kurz auf unser Reisekonzept auch eingehen. Wir haben das nicht so gemacht wie die klassischen Backpacker, die irgendwie jeden Tag woanders sind und so die Sightseeing-Highlights von ihrer Liste abhaken, sondern wir wollen auch ein bisschen länger an einem Ort mal bleiben. Ja, wir wollen so ein bisschen auch mal das Gefühl haben, anzukommen, auch unseren Koffer auszupacken, so ein bisschen das Gefühl von zu Hause bekommen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, so ein bisschen Working Holiday mit Workaway zu machen. Genau, wir fanden das Konzept ganz cool, einfach bei einem Gastgeber unterzukommen, für Kost und Logis zu arbeiten und ja, noch genug Zeit zu haben, die Gegend zu erkunden. Und so haben wir auch die Möglichkeit, Spezialitäten kennenzulernen. Also die Familie, bei der wir jetzt sind, da lernen wir eigentlich jeden Tag was anderes kennen und können uns so inspirieren für unsere eigene Küche, was Kräutermischungen angeht oder Gewürze. Das ist sehr interessant. Lernen auch diese Rezepte für die Süßigkeiten, die hier hergestellt werden. Ist ja auch teilweise richtig lecker. Das müssen wir unbedingt nachmachen, wenn wir wieder dann zu Hause sind. Wir können jeden Abend was richtig Leckeres essen, was Typisches aus der Region hier und... Ja, der Austausch mit unseren Hosts, aber auch bei dem Süßigkeitenverkaufen ist auch immer sehr interessant, sich mit den Leuten hier zu unterhalten, was man da so erfährt. Genau, das war's erstmal von heute und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann! Macht's gut!
Tschüss. Kanta ist ganz brav hier immer gewesen, ne?